finde es wichtig, dass Kinder Informatik lernen in der Schule, dass es im Kanon aufgenommen wird, dass es überall Pflichtfach ist. Ich finde es auch wichtig, dass Kinder eine abstrakte Sprache lernen. Also obwohl ich mir erhofft hatte, dass noch ein paar mehr Leute da sind, fand ich die Diskussion total konstruktiv. Wir haben viele Dinge aufgegriffen. Wir haben nochmal über Handyverbot an den Schulen diskutiert. Wir haben nochmal über Informatikunterricht gesprochen. Und wir haben, glaube ich, so ein paar Begrifflichkeiten geklärt und den digitalen Kompass jetzt etwas präziser geschrieben, sodass nicht so viele Fragen offen bleiben, beziehungsweise man nicht so viel da hineininterpretieren kann. Ich hatte Lust, ich hatte das Gefühl, dass die Teilnehmenden, die mitgemacht haben, eine Lust entwickelt haben, das Thema weiterzumachen, weiter im digitalen Kompass zu arbeiten, das halt auch in ihre Kreise zu transportieren. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich denke, dass da noch sehr viel Potenzial ist, dass da noch Input kommt. Ja, und es geht eigentlich darum, eine Zukunft zu gestalten. Insofern ist das auch ein Bereich, in dem man durchaus mal ein bisschen träumen kann. Und ich glaube, das reizt die Leute da, politische Forderungen für die Zukunft zu stellen.